Kampf gegen die Armut, insbesondere in muslimischen Ländern, erfüllt Islamic Relief eine wichtige Aufgabe. Da wir die gleichen Werte haben, vertrauen uns die Menschen in den Regionen, wo geholfen wird. Islamic Relief ist eine Organisation, die die Kultur, Tradition und religiösen Empfindungen der Menschen in den Regionen kennt. Dies ist ein wichtiger Faktor, der uns von anderen zivilen Organisationen unterscheidet. Aktion Deutschland hilft ist ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen. In den letzten 12 Jahren gab es über 30 Katastrophen weltweit. Dank des Bündnisses konnten 700 Nothilfeprojekte durchgeführt werden, auch in muslimischen Ländern. Wir sind sehr froh, Islamic Relief seit 2011 als Mitglied bei uns zu haben und freuen uns über den kulturellen Mehrwert, den Islamic Relief in unserem Bündnis leistet. Islamic Relief ist Mitglied bei FENRU, dem Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen. FENRU befasst sich mit Entwicklungspolitik, humanitärer Hilfe und der Interessenvertretung verschiedener Hilfsorganisationen. Im Jahre 2008 unterstützte das Europäische Amt für humanitäre Hilfe unseren Nothilfeeinsatz für die Betroffenen des Gaza-Krieges. Dadurch konnten wir noch mehr Opfern des Krieges Hilfe bringen. Außerdem hat das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen im Jahr 2011 mehrere Projekte von Islamic Relief im Rahmen der Nothilfe im Sudan unterstützt. Darunter waren Projekte im Bereich Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung, sanitäre Anlagen und Nahrungsmittelversorgung. Ihre Hilfe ist besonders wichtig. Mit nur 20 Euro können Sie einer Flüchtlingsfamilie ein sicheres Lebensumfeld ermöglichen.